Moin, hallo und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, heute wieder auf Eila, bei der ältesten Brennerei auf Eila, der 1779 gegründeten Baumer-Destillerie. Und ich habe euch den Limerick mitgebracht mit 15 Jahren und 53,7 Volumenprozenten. Ja, das ist das Batch 3. Eigentlich waren diese Abfüllungen damals für den schwedischen Markt gedacht, aber die kamen so gut an, dass man sich dann doch entschlossen hat, das ganze Sortiment ein bisschen breiter zu fächern und auszubauen und einfach aus die anderen Länder einfach auch mal zu beliefern. Allerdings muss man sagen, dass diese Abfüllung trotzdem schwer erhältlich ist und relativ schnell vergriffen ist oder schnell vergriffen war. Obwohl 18.000 Flaschen von so einem Batch hier auf den Markt gekommen sind, einzeln nummeriert. Ja, ich bin ja nicht der typische Baumer-Fan, wie alle wissen. Ich mag den Darkest sehr gerne und hier erhoffe ich mir jetzt nochmal den Darkest mit ein paar Volumenprozenten mehr. Und tatsächlich freue ich mich drauf. Ja, dann wollen wir ihn mal rausholen. 2002 kam hier auf den Markt das Batch 3. Und wir haben jetzt die Flaschennummer 8681 von 18.000, sind einzeln nummeriert. So. Was erwartet uns denn? Rauch auf jeden Fall. Rauch, Rauch, Rauch und ein Finish im Sherryfass. Ja, Baumer ist ja die Brennerei, die Lagerhäuser hat, die unterm Meereswasserspiegel liegen. Und ja, das Meereswasser dringt da teilweise so ein bisschen ein. Und das lief dadurch, dass die Fässer dann atmen und das ganze Wasser dann mit aufnehmen, dieses maritime Salzige, das macht die nochmal so ein bisschen besonders. Durch diese Fermentation dort. Was schreiben Sie hier? Das sind die Geschmacksnotizen. Die werden wir nämlich gleich selber herausfinden. Naja, da steht es nochmal Sherry Cask Finished. First Isla Malt. Was schreiben wir hier? Danke, dass Sie Baumer ausgewählt haben. Mehr steht hier eigentlich nicht. Handausgewählte spanische Sherryfässer. Aha. Wie lange er sein Finish erhielt, weiß man nicht. Ja, er fällt sehr dunkel aus wieder, ne, wie der Darkest. Aber leider färbt Baumer. Leider, leider. Aber nun gut. Wir schauen mal, was der Kollege kann. Preis? Damals 80, 90 Euro. Ich weiß nicht, was der jetzt kostet. 140? Ich glaube 140. Unten ist der Whisky Base Link, aber ich denke mal 140 Euro muss man hinlegen. Das ist nicht mehr ganz günstig, aber ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ups, Alter. Schöner, fester Korken. Trinken ihn ohne Wasser. 53,7. Das geht durch. Das machen wir. So, Farbe. Oh, Mahagoni. Weinrot. Aber, wie gesagt, Farbstoff. Ich bin gespannt. Der Darkest in Fassstärke. Das kann nur gut werden. Ich liebe den Darkest. Ist ein schöner Malt. Oh. Rauch, Sherry, Süße. Das sind erstmal so die Grundaromen. Alkohol hält sich zurück, trägt einfach wunderbar die Aromen. Sehr voll in der Nase. Vanille, Feigen. Datteln, Karamell.
Zartbitterschokolade. Und zeitgleich hat er aber Würze und eine kräftige Eiche. So leichte Tabaknoten. Komplex insgesamt. Also da hat man echt gut was zu tun. Schwer, reif. Also Nase ist schon mal, trifft mein Beuteschema. Alles super. Warum färben die nur? Ich weiß nicht, warum die das immer machen. Zum Wohl. Kein Wasser rein. Eine cremige Süße mit einem hauchen, zarten Hauch von Rauch. Ich finde ihn nicht besonders stark. Schon so schön abgebaut mit den Jahren. Süßer Rauch, süßer schöner Rauch, Bitterschokolade, cremig, Holzrauch. Vollmilchschoki. So einen leichten kleinen Ansatz, ganz minimal, so ein bisschen schwefelig. Prickelnd auf der Zunge. Schöner, wärmender, mittellanger Abgang, aber schön am Anfang präsent und voll im Mund. Aromenreich, schwer, süß, fruchtig. Hammer. So kann das Bomo machen. So gefällt mir das. Töten wir ihn. Oh, prickelt das. Süß, Speichelfluss, voll, der ganze Mund. Herrlich. Für ganzen dunklen Aromen, Schokolade, Kakao, Datteln, Tabak, alles zusammen. Alles so ein riesen Brei-Kompott und rauf. Vergesst den Darkest, kauft den hier. Also ich muss sagen, wer sich da ein paar Flaschen von gebunkert hat früher, aufmachen, wenn er sie noch nicht aufgemacht hat. Tolles Zeug. Ich sag ja, es gibt gute Baumhaus. Es gibt sie. Aber es sind wenige Standards, die einfach gut sind. Für mich. Der Rauch ist so schön eingebaut in dieser Süße und in diesen ganzen Aromen. Dieser Fracht von Aromen. Geil. So muss das. So muss Bomo. Das ist Bomo. Das ist gut. Ja, 140 Euro die Buddel oder keine Ahnung, oder 130. Schaut auf Whiskey Base, wie der Preis ist. Wenn ihr irgendwo was günstig kriegt, unter 100, schlag zu, kauft ihn. Ich weiß nicht, ob da noch was nachkommt an Batches. Keine Ahnung. Es gab noch eins mit, ich glaube, das war das vierte mit 54,1%. Ich glaube, viel mehr kann da nicht. Also wenn ihr was bekommt oder wenn mal irgendwann wieder nachkommt und der gleichwertig sein sollte, probiert ihn dann, kauft nach. Das ist für mich ein geiler, solider, voller, interessanter, komplexer Baumer. So muss das. Das ist gut. Ja, ich werde ihn in die Flaschenteilung unten reinhauen, aber wie gesagt, der Preis ist nicht ohne. Wer was probieren will, schreibt mich gerne an. Hier die Playlist, da ein Abo.
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.